Guten Tag und herzlich willkommen zur Sonderfolge der Splash News mit dem Thema M500. Gestern hat der Paintball Channel schon eine Breaking News rausgebracht, denn die Gerüchte haben sich zugespitzt und unsere Quellen haben angekündigt, in der DPL wird es ein M500-Format geben. Hierzu noch einmal kurz den Bericht von gestern. Haben wir uns dazu entschlossen, heute jedem Paintballer der EPBF also ermöglicht, den Turnier-Paintball in Deutschland auf der Millennium-Serie und in den angrenzenden, die dem WPBO-Regelwerk folgen, kostenkalkulierend das Spielen zu ermöglichen. Wie die offiziellen Quellen EPBF bestätigen, wird in der kommenden Sommersaison der DPL, also der Deutschen Paintball-Liga, der Millennium-Serie, der SPL, also der Schweizer Paintball-Liga, der ÖPL, der österreichischen Paintball-Liga, sowie weiteren, das M500-Format eingeführt. Gilt das auch für die Bezirksliga? Doch. In allen Divisionen der DPL, von der Bezirksliga bis hoch zur ersten Bundesliga. Ab wann gilt das? Bitte? Ab sofort? Also das ist nach meinem derzeitigen Wissensstand ab sofort. Also unverzüglich. Ich höre gerade, das war nicht genau der Bericht, den wir gestern gebracht haben, aber er verdeutlicht schon sehr, worum es geht. Um dieses heiß diskutierte Thema mit den Pros und Kontras noch etwas genauer zu diskutieren und zu besprechen, haben wir uns einen Spezialisten eingeladen, dieses Thema noch einmal mit uns aufzuarbeiten. Wir haben nun über Direkt-Live-Verbindung Herrn Erik Wunsch in unserer Leitung. Herr Wunsch, was können Sie uns zum M500-Format sagen? Ja, schönen guten Tag erstmal. Generell dazu sagen kann ich eigentlich nur, dass das eine gute Sache ist und das, was Paintball meiner Meinung nach seit längerem schon braucht. Konkret heißt das, dass man M500 bedeutet, dass man pro Spieler, der auf dem Feld ist, 500 Bälle zur Verfügung hat. Das heißt, es kommen hier zwei Pots, wo jeweils 140 reingehen, also 280. Und dann, hoppa, das hier sind 260, ne, ist ein bisschen was über 500, aber ich denke, da werden dann die 500 gerade gelassen sein in irgendeiner Form. Und man, im Endeffekt soll jeder Spieler zwei Pots und einen Hopper voller Tank mit aufs Feld nehmen dürfen. Man kann dann auch unterwegs untereinander tauschen. Das heißt, ich könnte im Prinzip dir meine beiden Pots abgeben, habe dann sozusagen nur einen Hopper für das Spiel. Das geht auch. Es geht halt darum, dass die Paintmenge insgesamt pro Team begrenzt ist und damit am Ende des Tages Paintball als Sport von den Kosten her kalkulierbar wird. Und das ist ja total wichtig, oder? Was denkst du? Zu der M500-Regel gibt es noch eine zweite Änderung. Die DPL verwechselt vom Race-2-Format, was in den letzten Jahren ja gespielt wurde, zu einem zeitbasierten Format. Das bedeutet in den obersten Klassen der Millennium-Serie zum Beispiel 12 Minuten. Dazu gibt es die Mercy Rule, die dann greift, wenn 5 Punkte Vorsprung greifen. Wird es also bald Spiele geben mit über 15 Punkten? Ich rechne, ja, natürlich. Solange die eine Mannschaft nicht 5 Punkte Vorsprung hat, wie du gerade gesagt hast, kann es natürlich passieren. Das sollte natürlich auch hoffentlich passieren. Gerade mit jetzt der Paint-Begrenzung wird es viele schnelle Punkte geben müssen, einfach weil er sich nicht irgendwo reinsetzen kann und kann sich verstecken. Die großen Deckungen ist ein Riesenschritt, den Paintball gebraucht hat, war, dass wir große Deckungen haben, damit die Felder wieder ein bisschen unübersichtlicher werden, damit so ein bisschen der Fear-Factor wieder kommt, dass wieder aufregender wird, dass man Angst hat, dass auf der anderen Seite einer ist und man das nicht weiß. Das ist super, aber das hat natürlich auch zur Folge, dass sich die Leute wieder besser verstecken können. Ja, und dann muss man da dem sozusagen wieder ein bisschen gegensteuern und einfach die Paintmenge regulieren. Und M500 ist sicherlich eine krasse Maßnahme, aber das sind so, ich meine, den Statistiken nach ungefähr 30% generelle Ersparnis, die man hat, pro Spieler, pro Team. Und wird wieder mehr Leuten das Spiel erleichtern, ermöglichen. Und das generell die finanzielle Last ein bisschen senken, die man hat, und vor allem mal kalkulierbar machen. Das heißt, man weiß vor jedem Spieltag oder vor jedem Spiel und vor jedem Punkt, was der genau kostet. Und das ist halt das, was vorher mal so ein X-Faktor war bei uns. Und das ist jetzt weg. Deswegen unterstütze ich das komplett. Ich finde das super. Sie spielen jetzt seit einigen Jahren auch schon Pro-Paintball. Was wird sich taktisch
in den nächsten Wochen und Monaten in dem Spiel verändern? Das ist eine sehr, sehr gute Frage, wie sich das jetzt richtig, also konkret auswirkt, ist eigentlich leicht zu sagen. Es wird halt schneller, aggressiver werden und dann werden so ein paar extreme Situationen auftreten, wo nach irgendwie anderthalb, zwei Minuten keiner getroffen ist, alle fünf Spieler sind auf beiden Seiten noch da oder vier gegen vier und keiner hat mehr Bälle. Jetzt darf man neuerdings auch Paintballs vom Boden aufheben. Das spielt dann natürlich auch wieder einen Faktor, aber es wird halt ganz viele schnelle Punkte geben und auch ein paar richtig, richtig lange, weil wo es eben nur darum geht, dass man so 10 Bälle im Hopper hat und damit irgendwas macht. Aber das ist natürlich auch total spannend, so ein langer Punkt. Ja. Man muss vom Training her geht es halt jetzt darum, dass man sehr, sehr gut im Breakout wird. Und beim Training geht es darum, dass man sehr, sehr gut im Breakout wird und sicher in seiner Deckung ankommt. Und ein bisschen überlegter handelt, aber insgesamt glaube ich, werden wir jetzt ja vom Training her nicht viel ändern. Das ist ja auch durch die Paintmenge halt bekommen. Ich kann mich jetzt hinstellen und 10 Pots auf den Boden schießen. Und das ist ja auch in meinem Interesse. Ich soll jetzt halt nicht auch meinen Gegner schießen. Sie haben gerade den Breakout angesprochen. Was glauben Sie, wie viel Paint wird in den ersten Sekunden in der Luft liegen? Soll ich jetzt rechnen, oder? Keine Ahnung. Wird es Dauerfeuer geben? Natürlich gibt es Dauerfeuer. Es ist ja nach wie vor in keiner Situation des Spiels hat man die Möglichkeit, theoretisch so viele Leute auf einmal zu treffen, weil sich vier von fünf Leuten, wenn einer hinten einfach sich sofort umdreht und versteckt, dann bewegen sich vier von fünf Leuten im Offenen und laufen nicht irgendwelche Kanäle durch. Deswegen, das ist ein ganz entscheidender Punkt und da muss man am Anfang auf jeden Fall sein Feuer darauf konzentrieren. Ja. Ganz, ganz klar. Ganz wichtig, also das wird eine ganz entscheidende Phase, die ersten 10 Sekunden, weil da alle Vollgas geben, man kann sich das aber halt jetzt nicht mehr erlauben, einfach mal 2,5 Pots Vollgas zu geben. Also kann man schon, aber muss man wissen. Ganz viele aggressive Moves direkt am Anfang geben, direkt in die Snake oder ins X. Weil eben so Snake-Spieler quasi einen Punkt abgeben werden und sich das nicht mehr leisten können, so da vorne, ne, vor der Snake, weiter vor der Snake irgendwo anzufangen, sondern müssen direkt reinlaufen. Herr Wunsch, das wird wohl die größte Änderung im Turnier-Paintball seit 10 Jahren. Ist das der richtige Schritt gewesen? Die größte Veränderung des Paintballs der letzten 10 Jahre war, von 7 Mann auf X-Ball zu gehen. Und ja, ne, dadurch haben wir aber die Kosten einfach ins Unermessliche getrieben. Und das muss man jetzt wieder ausbalancieren. Dafür ist es also echt ein Riesenschritt. Also viel mehr fällt mir jetzt aus dem Stand nicht ein, was man noch ändern könnte. Ich weiß jetzt nicht genau, das ist jetzt noch nicht hundertprozentig raus, wie das mit dem Reinrufen von außen ist, mit dem Coachen. Das sollte aber laut den NXL-Regeln, wenn wir das wirklich hier komplett übernehmen, dann ist das auch weg. Und also Paintball eigentlich so, wie ich mir das vorstelle. Ich finde das alles gut so. Gut. Man könnte jetzt noch vielleicht die Schiedsrichter irgendwie gezwungenermaßen alle mit Kopfhörern und mit kleinen Walkie-Talkies ausstatten, dass die untereinander reden können und das vielleicht auch so von oben einer aus so einem kleinen, wie so ein Jägerturm irgendwie sitzt, der das Geschehen von oben beobachtet, der dann die Schiedsrichter noch ein bisschen besser steuern kann, dann könnte man noch schneller von der organisatorischen Seite aus reagieren, aber ansonsten, das sind ja Kleinigkeiten, so die großen Schritte sind jetzt alle getan. Gut, wir entnehmen Ihrer Meinung, dass Sie dem M500-Format positiv gegenüberstehen. Jo. Dann bedanke ich mich und wünsche Ihnen heute noch einen angenehmen Tag. Danke gleichfalls. So viel unser Spezialist zu diesem Thema. Wir haben mal ein M500-Spiel aus dem Jahre 2015 herausgesucht, das wir in Puget bei der Millennium-Serie aufgezeichnet haben. Dieses könnt ihr nun in voller Länge sehen.
Ja, wir hoffen, wir konnten euch mit diesem letzten Beitrag und dieser gesamten Sendung etwas mehr Klarheit in das M500-Format bringen. Ob es positiv oder negativ wird, können wir jetzt noch nicht sagen. Wir hoffen aber, dass der Sport dadurch wächst und es mehreren Spielern ermöglicht wird, Turnier Paintball zu spielen. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr diese gerne in den Kommentaren aufschreiben. Wir werden dazu Antwort geben. Die DPL wird natürlich auch dieses hier bald bestätigen oder ihr wendet euch direkt an die DPL, vielleicht unter info@dpl-online.de. Wir wünschen euch eine geile Saison und verzagt nicht, Paintball bleibt Paintball. Bis dahin, bald. Tschüss, ciao, euer Kress.